The Pioneer Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 21. September. New York City und die Weltpolitik haben ja eines gemeinsam, beide schlafen nicht, niemals, und wir hier im Podcast-Team ja ohnehin nicht. Also heute Nacht hat Olaf Scholz, der Bundeskanzler, seine Visitenkarte bei den Vereinten Nationen in New York abgegeben. Es ist eine doppelte Premiere für ihn. Scholz ist als Mensch tatsächlich zum ersten Mal in New York. Und er hat seine erste Rede vor der UN-Generalversammlung gehalten. Irgendwann um 3 war das gewesen. Zuletzt hat das seine Vorgängerin Angela Merkel getan. Das war im Jahr 2010. Damals, denkt man heute jedenfalls, war die Welt noch in Ordnung. Auf jeden Fall stand die Krim unter ukrainischer Flagge. Und von kriegerischen Auseinandersetzungen hier bei uns in Europa keine Spur. Heute, eine Pandemie später, wirkt die Welt mit Blick auf damals wie auf den Kopf gestellt. Und Olaf Scholz gab vor der UN-Hauptversammlung Olaf Scholz, wie man ihn kennt. Russlands Eroberungskrieg gegen die Ukraine ist durch nichts zu rechtfertigen. Präsident Putin führt ihn mit einem einzigen Ziel, sich der Ukraine zu bemächtigen. Dafür gibt es nur ein Wort. Das ist blanker Imperialismus. Von der großen Bühne und dem mit grünem Marmor verkleideten Saal ließ er sich offenbar nicht beeindrucken. Er startete in Englisch, machte dann auf Deutsch weiter. Seine Rede war sachlich, war fast emotionslos, auf jeden Fall in moderierendem Ton. Ab und zu wurde er sehr, sehr deutlich, zum Beispiel an dieser Stelle. Putin wird seinen Krieg und seine imperialen Ambitionen nur aufgeben, wenn er erkennt, er kann diesen Krieg nicht gewinnen. Deshalb werden wir keinen russischen Diktatfrieden akzeptieren und auch keine Scheinreferenden. Und am Ende gab es noch, nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal von ihm vorgetragen, eine Bewerbung für einen ständigen Sitz Deutschlands im Sicherheitsrat. Das war keine drängende, keine sehr kraftvolle Bewerbung, eine höfliche, eine Art Anfrage. Auch Deutschland ist bereit, größere Verantwortung zu übernehmen, als ständiges Mitglied und zunächst als nicht ständiges Mitglied in den Jahren 2027 und 2028. Ich bitte Sie, unsere Kandidatur zu unterstützen. Mein Kollege Gordon Ripinski ist mit Olaf Scholz nach New York geflogen und war auch in der UN-Vollversammlung mit dabei. Guten Morgen, Gordon. Guten Morgen, Gabor. Wie war dein Eindruck in der Runde dort? Hat sich jemand für den deutschen Bundeskanzler interessiert? Ja, das Interesse ist natürlich da, wenn der Bundeskanzler spricht, aber man muss zugleich auch sagen, ein wenig wirkte es in diesem edlen großen Saal der UN-Vollversammlung wie bei also einer Nachtsitzung des Bundestags. Also viele Reihen waren leer, viele Sitze waren unbesetzt. Immerhin in der russischen Delegation, da waren einige Vertreterinnen vorhanden. Eine davon hat dann aus Versehen angefangen zu klatschen, wurde dann von der anderen am Ende zurückgehalten. Das war so eine Kleinigkeit, die man da am Rande beobachten konnte. Aber sonst muss man schon sagen, hat Scholz da vor leerem Publikum gesprochen. Und vielleicht im Nachhinein wird er erst die Reaktionen bekommen, die er sich da schon gewünscht hätte. Nach meiner Einschätzung, wir haben Ausschnitte eben gehört, dieser Rede war es eine typische Scholz-Rede, moderat, abgewogen, keine Überraschung. Die Frage an dich, Gordon, hast du was anderes gehört? Nein, Gabor, das stimmt schon. Er hatte beim Thema Waffenlieferungen, das beobachten wir natürlich besonders und ganz genau, da hat er nicht weiteres zu dem gesagt, was er schon vorher mal gesagt hatte. Also er ist nicht ins Detail gegangen. Er hat keine weiteren Aussagen gemacht zur Frage, ob Deutschland direkt Kampfpanzer in die Ukraine liefern könnte. Aber ich muss schon sagen, er hat den Ton Russland gegenüber noch einmal verschärft. Er hat von Imperialismus gesprochen. Er hat eine relativ klare Kante gegen Putin gezeigt. Und er hat gemahnt, dass die UNO als Gemeinschaft, die das Recht auch schützt, zusammenstehen muss. Die Außenministerin ist ja auch nach New York geflogen, nicht in der Kanzlermaschine, sondern mit Linie. Was hat sie da getan? Welche Rolle hatte sie noch zu spielen?
Ja, die Auftritte sind ja etwas verschoben. Annalena Baerbock ist einen Tag später gekommen. Sie bleibt dafür einen Tag länger. Sie macht ihre eigenen Gespräche bilateral. Sie spricht zum Beispiel mit der chinesischen Delegation. Das macht Scholz ja so nicht. Auf der anderen Seite redet sie auch mit dem Außenminister der Türkei. Also das bleibt ein großes Thema. Sie hat ihre eigenen wichtigen Termine. Sie will natürlich auch selbst auftrumpfen. Das ist eigentlich ihr Feld hier, die UNO. Das hat sich Scholz jetzt gegriffen als Bundeskanzler und sie will da nicht im Schatten stehen bleiben. Sie ist trotzdem zu der Rede erschienen, als wollte sie wirklich dann auch nochmal den Schulterschluss nach außen zeigen und dann nicht eben den Verdacht aufkommen lassen, dass beide in Konkurrenz auftreten. Aber natürlich wollen sie beide glänzen und Annalena Baerbock tut viel dafür, dass sie ihre eigenen schönen Bilder hier aus New York bekommt. Ja, dann bedanke ich mich, Gordon, für diese Einschätzung aus New York und wünsche dir dann eine gute Heimreise. Danke, Gabo. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wolfgang Grupp ist auch mit 80 Jahren noch der Chef von Trigema und Mr. Mittelstand ist er auch. Die Textilfertigungsanlagen bei ihm in Burlading laufen mit Gas. Was denn sonst? Entsprechend hoch sind seine aktuellen Belastungen. Und wenn der Gaspreis so bleibt, wie er jetzt im Moment ist, dann werden wir im Monat 1 Million Gaskosten haben. Unsere Börsenreporterin schauen auf ein neues Fitnessgerät von Peloton und auf die Verstaatlichung von Juniper schauen sie auch. Wir freuen uns über einen Bäcker mit Herz und einer guten Idee und wir gratulieren einem King. Ausnahmsweise heute mal nicht dem Charles, sondern dem Stephen King. Die Energiepreise sind nicht mehr tragbar. Wenn wir das nicht auf einem vernünftigen Niveau bekommen, dann werden wir nicht weiter existieren hier. Jetzt sind 8.000 von 23.000 Arbeitsplätzen bedroht. Das waren die Stimmen von bayerischen Mittelständlern. Die wollen in der modernen Form des Brandbriefes auf ihre Situation aufmerksam machen, also in Gestalt eines Videos auf YouTube. Eine Situation, die viele Firmenbesitzer gerade verzweifeln lässt. Wie umgehen mit den immer weiter steigenden Energiepreisen? Verantwortung für die Mitarbeiter übernehmen, na klar. Aber wie schaffe ich das eigentlich mit dem Blick auf die Verantwortung für ein Geschäft, das vielfach gar kein Geschäft mehr ist? Kurz nach dem Aufwachen kommen die ersten Ängste, wie dieser Werksleiter dem Bayerischen Rundfunk beschreibt. Der erste Blick am Morgen ist, wie haben sich die Energiepreise entwickelt? Wo geht das Heizöl hin? Wo geht der Strom hin? Wo geht der Gaspreis hin? Da dachte ich, wir klingeln jetzt mal gemeinsam bei Wolfgang Grupp durch, dem Chef des Textilunternehmens Trigema aus dem beschaulichen Burladingen in Baden-Württemberg. Und wir loten mit ihm gemeinsam aus, wie tief seine Sorgenfalten mittlerweile sind. Denn nicht nur seine Sicht auf die explodierenden Energiepreise interessiert uns jetzt, sondern auch, wie er den Krieg in der Ukraine eigentlich sieht, mit dem ja alles begann. Los geht's. Einen schönen guten Morgen, Wolfgang Grupp. Einen schönen guten Morgen, Herr Steingart. Sie sind ja der Textilkönig von Burladingen. Inflation, Rezession, Gaspreise gehen trotzdem auch an einem wie Ihnen ja nicht spurlos vorbei. Daher die scheinbar harmlose Frage, Herr Grupp, wie geht's Ihnen? Mir persönlich geht es gut, entsprechend meinem Alter. Ich habe keine Probleme, aber das, was draußen geschieht, ist natürlich nicht erstrebenswert. Und ich sage immer, das hätte ich mir nicht vorgestellt, dass nach vielen Krisen, die wir hatten und die wir bewältigt haben, jetzt plötzlich eine Situation kommt, wo man nicht mehr weiß, wie man weiterkommt. Wie wichtig ist für Sie Elektrizität, wie wichtig Energie? Denn Sie sind ja, das weiß jeder, einer, der noch in Deutschland produziert, also färben, bleichen, zuschneiden. Vieles in Ihren Fabriken ist energieintensiv. Aber wie intensiv ist es? Bei uns ist das natürlich die Grundenergie. Gas ist für uns natürlich ganz wichtig, weil ohne die können wir keine Stoffe färben. Und wir haben ja 100% Eigenstrom und machen mit dem Gas und Kraft-Wärme-Kopplung machen wir den gesamten Strom, den wir brauchen für unsere große Konfektion mit 700 Näherinnen, für die Strickerei und alles. Und wenn die Grundenergie Gas nicht mehr vorhanden ist, dann wäre das für uns katastrophal, weil wir dann auch keinen Strom haben. Wir können da ans Netz gehen, aber wir kriegen dann auf einmal, wir haben für 100 Kilowatt theoretisch einen Anschluss, wo wir sagen, okay, da kann man kurzfristig vom Netz Strom kriegen, aber für 1.000 oder 2.000 Kilowatt ist das so schnell nicht möglich.
Aber dann sagen Sie uns doch, Herr Krupp, wie hoch ist in normalen Zeiten Ihre Gasrechnung? 2020 haben wir etwa 100.000 Euro im Monat Gaskosten gehabt. Das hat sich dann 2021, letztes Jahr, verdoppelt auf 200.000 im Monat und somit 2,4 Millionen im Jahr. Und wenn der Gaspreis so bleibt, wie er jetzt im Moment ist, dann werden wir im Monat 1 Million Gaskosten haben. Und das wären 12 Millionen im Schnitt dann im Jahr. Und das ist natürlich nicht vorstellbar, denn wir machen natürlich keine 12 Millionen Gewinn und auch keine 10 Millionen. Das geht dann ausschließlich aus den Reserven. Und wir haben 100% Eigenkapital und auch viele stille Reserven. Aber das ist nicht durchhaltbar. Aber diese Preise sind ja abenteuerlich, Herr Krupp. Das kann eine Fabrik und eine Fertigung wie Ihre niemals erwirtschaften. Wären Sie, wenn das über viele Monate so geht, wären Sie dann pleite? Ich sag mal, wir sind ja so, dass wir versuchen natürlich aus den stillen Reserven, wo wir schon einige haben, das zu finanzieren. Das machen wir auch. Und ich habe auch meinen Mitarbeitern die Arbeitsplätze garantiert in dieser schwierigen Zeit und selbstverständlich auch gesagt, wir machen keine Kurzarbeit. Aber ich brauche generell mal Gas, egal was es kostet. Denn wenn die Gaslieferungen nicht mehr so kämen, dass wir genügend bekommen, dann gibt es, egal ob Preis billig oder teuer, dann gibt es keine Produktion. Wer ist verantwortlich für diese Situation, in der wir uns jetzt als Volkswirtschaft und Sie als Familienunternehmer befinden? Ich verstehe die Politik nicht. Ich sage mal, dass man 20 Jahre bester Freund ist, Standing Ovation im Bundestag gibt dem Putin und man Milliarden ausgibt für Nord Stream 1 und Nord Stream 2, 20 Milliarden und plötzlich ist man Todfeind. Und ich bin der Meinung, dass der Amerikaner in meinen Meinen da sicherlich ordentlich steuert, damit er die Weltmacht bleibt und dass auch Europa nicht so stark wird und dass Russland nicht stärker wird. Gegen den Chinesen wird ja auch konstant irgendwas gemacht. Also ich bin der Meinung, Krieg nützt keinem etwas und das hätte längst diplomatisch gelöst werden müssen. Und wir müssen aber auch audiator et altera pars auch die andere Seite berücksichtigen und auch ein bisschen verstehen und wissen, dass die auch Interessen hatte und so, dann kann man im Prinzip, das hätte man längst diplomatisch lösen müssen. Und ich sage das mal ganz simpel, ich wohne ja gegenüber der Firma, wenn ich über die Straße ginge und da würden sich zwei schlägern und ich würde nach Hause gehen und dem einen eine große Axt holen und dem anderen ein großes Messer, dann würde man sagen, hat der Grupp noch alle Tassen im Schrank. Der müsste doch besänftigen, die Leute auseinander dividieren und sagen, okay, wir unterhalten uns, wir versuchen auch jeden zu verstehen. So müsste das gelöst werden. Aber dass wir die Leute, die noch Kontakte zu Putin haben, sozusagen diskriminieren und sagen, das sei allerhand, das verstehe ich nicht. Wir brauchen Leute, die Kontakte zu Putin haben, die Gespräche wiederherstellen und nicht, wir können nicht mit Waffen, immer mehr Waffen, Milliarden von Waffen liefern, können wir diesen Konflikt meiner Meinung nach nicht lösen, denn Russland wird diesen Krieg nicht verloren geben. Viele in der Energiebranche sagen, naja, die Sanktionen sind wirklich so designt, dass sie den Amerikanern nützen, uns schaden. Die können sich selbst versorgen mit Energie, die profitieren zum Teil auch von den hohen Preisen, weil sie besser verkaufen können. Wir sind Habenichtse, energiepolitische Habenichtse. Halten Sie das für denkbar, dass hier die Wirtschaftssanktionen designt wurden, gar nicht so sehr um Putin zu schaden, sondern um Amerika zu nützen? Amerika kann sein Fracking-Gas liefern, kann teure Energie liefern und kann seine Waffen liefern und er ist der Nutznießer, Amerika ist der Nutznießer und der wird auch steuern, dass dieser Krieg im Prinzip nicht so schnell zu Ende geht, weil er seine Vorteile haben will und er will sich als Weltmacht erhalten und alle anderen etwas klein halten und das ist auch für Europa so gedacht, dass Europa nicht allzu stark wird und wirtschaftlich nicht so stark wird, das ist sicher vom Amerikaner so gedacht. Und deshalb tut er alles, um diesen Krieg mit Waffen und allem Möglichen aufrechtzuerhalten. Der Wirtschaftsminister tut alles Mögliche, damit die Folgen für die Menschen nicht ganz so krass werden. Auch für die Unternehmen neuerdings wird sich gekümmert. Was halten Sie von Robert Habeck in dieser Funktion als Krisenmanager dieser Energiepreiskrise?
Gut, also dass man gewissen Bürgerschichten helfen muss, da gibt es keine Diskussion, denn die sind ja grundlos in diese Situation gekommen. Und deshalb ist die Regierung schon verpflichtet, denen, die im Prinzip grundlos in Schwierigkeiten kommen, zu helfen. Nur wird es schwierig sein, weil wenn die Wirtschaft ist natürlich genauso betroffen, und wenn die Wirtschaft am Boden liegt, werden sie auch keine Steuern mehr bekommen und die Wirtschaft wird auch nichts bezahlen. Also das wird ein Ding, das natürlich am Schluss sehr schwierig wird, auch für eine Regierung. Und deshalb gibt es nur eine Möglichkeit, die einzige Möglichkeit, diesen Krieg so schnell wie möglich versuchen zu beenden. Alles andere kostet Geld und am Schluss Riesenprobleme. Das heißt, Sie glauben, dass hier gar nicht das Thema mit Geld zu lösen ist, sondern mit Diplomatie? Nur. Es gibt nur Diplomatie, denn mit Geld ist das nicht zu lösen, weil das irgendwann zu Ende geht. Und mit Waffenlieferungen, die auch Geld kosten, ist das auch nicht zu liefern. Wir müssen versuchen, warum ist dieser Krieg ausgebrochen, was hat Putin gestört und wie können wir uns da einigen und wie können wir so schnell wie möglich hier Frieden schaffen. Im Fernsehen würde man Sie spätestens jetzt sehr grob einen Putin-Versteher nennen. Würden Sie das für sich akzeptieren? Ich möchte nur sagen, es wäre fatal, wenn ich sage, ich verstehe keinen, der anders denkt als ich. Ich muss auch bei meinen Kunden oder Lieferanten, muss ich auch denen ihre Denkweise verstehen und muss Verständnis haben für gewisse Probleme, die sie vielleicht haben. Und so muss ich auch für ein anderes Land Verständnis haben. Wir haben ja auch Verständnis und wir haben ja beim Amerikaner auch nie gesagt, dass er zig Kriege geführt hat, die Unrechtskriege waren. Da hat man nicht groß aufbegehrt. Man hat sogar einen Herrn Schröder jetzt ja kritisiert. Er war der Einzige, der im Prinzip gesagt hat, beim Irakkrieg mache ich nicht mit. Und ich sag mal, da war man damals in der Welt verwundert, aber er hatte ja recht, weil es ein Unrechtskrieg war. Und deshalb muss man nicht meinen, dass alles, was die Amerikaner machen, toll ist und alles, was die anderen machen, negativ ist. Wir müssen die anderen akzeptieren, sie verstehen und friedvoll versuchen, mit allen Nationen irgendwo zurechtzukommen. Herr Krupp, danach kann gar nichts mehr kommen. Ich bedanke mich, dass Sie Ihre Position so klar skizziert haben. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Steingart. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Na, hier geht es heute sportlich. Zu warum das so ist, das weiß meine Kollegin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne. Hallo, Gabor. Der amerikanische Fitnessgerätehersteller Peloton hat es in letzter Zeit nicht leicht gehabt. Nun gibt's ein neues Produkt von ihm auf den Markt. Anne, sag uns, was kann dieses neue Gerät und kann es die Anleger vielleicht ein wenig besänftigen? Ja, was kann es? Es ist eine Rudermaschine, Gabor. Bisher kannte man Peloton ja vor allem für diese Fitnessfahrräder. Eine Rudermaschine, also ist jetzt echt eine komplett neue Produktreihe, kannte man jetzt so von Peloton noch nicht und ist tatsächlich auch Teil des Umstrukturierungsplans von Peloton, um das Unternehmen wieder profitabel zu bekommen. Jetzt ist es ja so, Peloton war ja vor allem während der Pandemie und dem Lockdown so erfolgreich, weil die Menschen ja nicht ins Fitnessstudio konnten und sich dann Workout-Equipment für zu Hause gekauft hatten. Danach, als dann wieder alles geöffnet war, ging der Hype für Home-Workouts aber rapide zurück und stürzte Peloton quasi über Nacht in eine tiefe Krise. Seit 6 Quartalen kommt Peloton nicht mehr aus den Verlusten. Die Strategie, um da jetzt doch wieder rauszukommen, war, das Unternehmen umzustrukturieren. Dazu gehörte ein neues Führungsteam und eine Partnerschaft mit Amazon, um dort die Produkte zu verkaufen und jetzt eben eine neue Produktreihe. Die billigste Rudermaschine fängt bei knapp $3,200 an und man braucht noch eine Mitgliedschaft von $44 im Monat, um an den Kursen und Programmen teilzunehmen. Ist ja an sich gut, dass Peloton sich neu aufstellen und orientieren will, aber ob ein teures Fitnessgerät, was jetzt auch nicht gerade Mainstream ist, wie ein Fahrrad oder ein Laufband, ob das da das richtige Mittel ist, bleibt doch höchst fraglich. Die Anleger hier an der Wall Street waren auch nicht so begeistert. Die Peloton-Aktie fiel um 2,7%. Vielen Dank, Anne. Und wir machen direkt weiter in Frankfurt am Main mit Annette Weißbach. Einen schönen guten Morgen, Annette. Guten Morgen, Gabor. Die Verstaatlichung von Uniper in Düsseldorf steht unmittelbar bevor. Was kostet das den Staat und was bedeutet das eigentlich für dieses Unternehmen? Jetzt scheint alles relativ schnell zu gehen. Uniper hat auch am Nachmittag mitgeteilt,
dass Sie sich in abschließenden Gesprächen mit dem Bund befinden über eine Mehrheitsbeteiligung des deutschen Staates. Und das könnte dann so aussehen, dass der Bund über eine Kapitalerhöhung in Höhe von 8 Milliarden Euro die Mehrheit an Uniper übernimmt und dann in einem weiteren Schritt dann den verwässerten Anteil des Mehrheitsaktionärs Fortum übernimmt. Da der Bund wendet dann zusätzlich noch einmal 500 Millionen Euro dazu auf, um genau diesen Anteil auch zu übernehmen. Nun, durch die Verstaatlichung Unipers gewinnt der Bund dann die Möglichkeit für weitere Rettungsschritte, falls die in Zukunft erforderlich werden. Und das ist hochgradig wahrscheinlich, denn das Geschäftsmodell von Uniper wird auch in diesem Winter weiterhin schwierig sein. Denn Uniper muss ja Gas liefern zu alten Verträgen, also zu alten Preisen, und muss aufgrund des fehlenden Gases aus Russland dieses Gas teuer am Spotmarkt einkaufen. Und diese Preisdifferenz, die sorgt bei Uniper zu diesen hohen Verlusten. Vielen Dank, Annette. Und wer das Interview mit dem Uniper-Chef Klaus-Dieter Maubach hören möchte, der ist herzlich eingeladen. Ich habe kürzlich mit ihm gesprochen über seine wirklich dramatische Situation. Der Mann spricht Klartext. Herzlich willkommen auf thepioneer.de. Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass Stephen King wohl für immer Bügler in einer Wäscherei geblieben wäre, wenn seine Frau nicht gewesen wäre und sein Manuskript für den späteren Erfolgsroman Carrie im Müll gefunden hätte. Hier erzählt er selbst. I threw it away and my wife fished it out and said, this is sort of amusing. You want to go on with this? And so I did. Is that exactly what she said? No, it isn't exactly what she said. She said it was really good and she wanted to read. She said she wanted to read the rest of it. Bevor Stephen King zu einem der erfolgreichsten Schriftsteller unserer Zeit wurde, arbeitete er als Englischlehrer und er musste, um sich finanziell über Wasser zu halten, eine Stelle als Bügler annehmen. Das war heute vor ungefähr 50 Jahren. In seiner knappen Freizeit schrieb der Lehrer und Bügler Stephen King dann wenig erfolgreiche Kurzgeschichten. Für das Manuskript von Carrie sah er selbst keinerlei Potenzial mehr. Aber seine Frau sah anders. Ein Glück für ihn, denn der Roman sollte ein großer Erfolg werden, wurde später verfilmt und für mehrere Oscars nominiert. Der Roman legte den Grundstein für Kings Karriere als erfolgreichster Horrorautor der Welt. Schon die Geschichte von Carrie war übrigens ziemlich blutrünstig. Die Mutter will der Tochter im religiösen Wahn die Augen herausschneiden. Naja, den Rest können wir uns denken. Heute feiert genau dieser Stephen King seinen 75. Geburtstag. Er verfasste 60 Romane, darunter weltweite Bestseller wie S, Friedhof der Kuscheltiere oder auch Frühlingserwachen. Das wohl berühmteste Werk aber ist immer noch Shining 1980 von Regielegende Stanley Kubrick verfilmt. Here's Johnny! Doch King war mit der Verfilmung von Kubrick nicht zufrieden. I have a real problem with The Shining, and Stanley Kubrick knew that I had a problem with The Shining. I had a discussion with him. Die beiden wurden sich nicht einig und King drehte später seinen eigenen Dreiteiler zu The Shining. Doch der Erfolg gab Stanley Kubrick recht und seine Interpretation wurde zu einem Meisterwerk der Filmgeschichte und Stephen King blieb beim Bücherschreiben. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Na, dass Not manchmal wirklich erfinderisch macht. Dabei können gute Ideen entstehen, wie hier bei einem Bäcker in Nordrhein-Westfalen. Mario Fritzen heißt der gute Mann und er bietet in seiner Bäckerei ein sogenanntes Inflationsbrot an. Also ein Brot, das trotz steigender Preise günstig bleibt. 2,50 € kostet bei ihm ein Laib. Wie er zu diesen Preisen backen kann, ohne pleite zu gehen, das hat Mario Fritzen den Kollegen der Tagesschau erklärt. Das ist eine einfache Rezeptur, ein Weizenmischbrot, was ohne viel Schnickschnack, ohne besondere Teigführung und eben ohne besonderen Zutaten hergestellt wird. Bäcker Fritzen versucht also mit simplen Zutaten das Brot in der Herstellung günstig zu halten. Auch andere Bäcker bieten mittlerweile Inflationsbrote an.
Hier können die Kundinnen und Kunden, die mehr Geld am Ende des Monats übrig haben, das Brot für die anderen, vielleicht für die ärmeren Menschen, subventionieren. Hier kommt es also auf die Solidarität an, wie Bäcker Michael Tenk erklärt. Die Idee fanden viele gut, auch viele Bäckerkollegen. Vielleicht machen es einige nach. Der Kunde wird entlastet und der Betrieb dadurch nicht belastet. Der Bäcker geht nicht pleite, die Kunden müssen nicht hungern. Und die Moral von der Geschichte: Gas können wir alle nicht hervorzaubern, mit Gefühl und Solidarität aber schon. Bacon Man is baking bread. Bacon Man is baking bread. Ich wünsche Ihnen jetzt einen solidarischen Start in diesen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Is making bread.